Montag, 21 Uhr. Hier ist Hart aber fair mit Frank Plasberg. Schönen guten Abend. Guten Abend, herzlich willkommen zu Hart aber fair. Schön, dass Sie dabei sind. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, sowas, vielen Dank. Sowas nennt man wohl eine Trotzreaktion. Eigentlich ist es auch schon eine richtige Gegenbewegung. Je mächtiger von den Politikern Europa gemacht wird, desto mehr pflegen die Menschen ihre Heimat, ihre Region. Der Instinkt sagt ihnen, gerade in der Krise ist es doch gut zu wissen, wo man zu Hause ist. Ein Lebensgefühl, das die Bürger auch sehr gerne zeigen. Gucken Sie mal hier, die alten Autokennzeichen sind wieder da. Zum Beispiel Wetzlar, Stadt Lahn-Dill-Kreis. Trotz 80 Euro Gebühr ein Riesenrenner. Da ist zum Beispiel auch hier sowas. Das ist Geld. Das ist der Chiemgauer. Das sind 20 Chiemgauer. Das ist die erfolgreichste der zahlreichen Zweitwährungen. Übrigens akzeptiert von der Bank bis zum Supermarkt. Und spätestens, wenn die Werbung auf einen Zug aufspringt, dann weiß man, hier geht was. Schauen Sie sich das mal an. Eine Zigarettenmarke wirbt mit lokalen Ausgaben. Die hier heißt einfach Dortmund Local Edition. Das sind lauter kleine Beispiele für eine mächtige Strömung. Hart aber fair mit dem Thema zu fremd, zu fern, macht uns Europa heimatlos. Und das sind unsere Gäste übrigens, wie wir alle bald, Friedensnobelpreisträger. Wilfried Scharnagel. Der CSU-Politiker lebt im bayerischen Allershausen und bekennt, ich bin stolz auf meine Heimat, denn Bayern kann es auch allein und einfach besser. Wir brauchen keine Bürokraten aus Berlin und Brüssel, die kassieren und uns bei allem ständig dreinreden. Terry Reinke, die Sprecherin der Grünen Europäischen Jugend, lebt in Berlin und bekennt, ich bin überzeugte Europäerin und gegen jede Form von dumpfem Nationalismus. Wer immer noch glaubt, alles ginge im Alleingang, ist doch von gestern. Siegfried Rauch, der Schauspieler, lebt im bayerischen Obersöchering und sagt, als Traumschiffkapitän habe ich fast die ganze Welt gesehen. Doch irgendwann packte mich überall das Heimweh, denn ohne Heimat wäre ich heute nicht so zufrieden. Alexander Graf Lambsdorff, der FDP-Europapolitiker, lebt in Bonn und Brüssel und ist überzeugt, Europa muss mit den anderen Großen in der Welt endlich auf Augenhöhe kommen. Dann klappt es vielleicht auch mit dem Wir-Gefühl. Kurt Beck, der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, lebt in Steinfeld und stellt klar, Heimat und Europa, das ist für mich kein Widerspruch. Mein fester Standort im Leben ist die Pfalz. Doch gleichzeitig sage ich auch, wir brauchen mehr und nicht weniger Europa. Wir haben jetzt Mitgliedstaaten in der Europäischen Union, die haben nationale Minderheiten. Das ist alles ganz ungelöst. Rumänien hat eine große ungarische Minderheit und macht eine ganz, ganz unerfreuliche Politik jetzt. Und die Ungarn machen das auch. Diese Spannungen in der Europäischen Union zu bearbeiten, ist viel besser, als die Länder sich selbst zu überlassen, weil dann schaukeln die Dinge sich hoch, dann wird es nationalistisch und dann geht es irgendwann wieder zum Krieg. Darf ich mal ganz? Man muss jetzt einen Unterschied machen zwischen Nationalismus und Eigenständigkeit, finde ich. Ein Südtiroler ist kein Nationalist, aber der will gern ein Südtiroler sein und nicht ein Italiener. Und als Südtiroler bringt er dreimal so viel Bruttosozialprodukt, weil er Freude an der Arbeit hat. Und wenn man ihn zum Italiener machen wollte, wie das damals ist, dann lässt er alle Flügel hängen. Aber die Südtiroler sind eine hervorragend geschützte Minderheit, weil auch der Respekt für Minderheiten ein europäischer Wert ist. Schauen Sie, wir haben 60.000 Deutsche, die wohnen in Belgien, sind Belgier, fühlen sich auch als Belgier, weil sie eine hervorragend geschützte Minderheit sind. Die sprechen Deutsch so wie Sie und ich. Das sind Europäer, Belgier, Eifeler, die wohnen in der Eifel. Aber die haben schwer dafür gekämpft. Die wollte man schon verändern. Ich möchte noch jemanden vorstellen. Ich möchte einfach das mal von der deutschen Ebene auf eine europäische heben. Es ist ja nur überhaupt nicht so, dass diese Separatisten, angeführt von Herrn Scharnagel in Bayern, die einzigen sind, sondern man kann schon von einer europäischen Bewegung sprechen. Da wird schon der Spaltpilz in mehreren Ländern angesetzt. Gucken wir uns das bitte mal an. Schottland den Schotten. Eine Abspaltung von Großbritannien. Darüber werden die Bürger 2014 abstimmen. Die Separatisten wollen unter anderem künftig alleine vom schottischen Ölreichtum in der Nordsee profitieren.
Auch Belgien steht am Rande einer Spaltung. Seit 2010 haben flämisch-nationalistische Separatisten dort mehrere Wahlen gewonnen. Viele Flamen im reicheren Norden haben es satt, für die ärmere Wallonie im Süden mitzuzahlen. Genauso geht es vielen Südtirolern. Sie misstrauen der Regierung im fernen Rom, fordern Unabhängigkeit, wollen nicht länger der Zahlmeister für ärmere Regionen wie Sizilien sein. Und auch in Spanien brodelt es. Rund 1,5 Millionen Katalanen forderten in Barcelona jüngst eine Trennung von Spanien. In Zeiten der Finanzkrise wollen auch sie nicht länger für den hochverschuldeten Rest des Landes mitbezahlen. Und immer geht es um ein Gefälle in Sachen Geld. Herr Scharnagel, Sie haben den schönen Satz gesagt, Landkarten sind nicht für die Ewigkeit geschrieben. Glauben Sie, dass wir in Europa bald neue Grenzen ziehen müssen? Ich habe immer dafür ein Beispiel, wenn man zweifelt, ob es überhaupt Entwicklungen geben könnte, wie ich sie mir vielleicht vorstelle für Bayern, kann ich sagen, wenn erst vor 25 Jahren jemand gesagt hätte, dass Litauen und Lettland und Estland freie demokratische Staaten sind, die in eigener Entscheidung der EU beitreten können, der NATO beitreten können, hätte man gesagt, geisteskrank, nach 70 Jahren kommunistische Unterdrückung. Also 50 Jahre und das waren besetzte Nationen, Herr Scharnagel. Der Vergleich hinkt. Also Bayern ist ja wohl nicht besetzt vom Bund, oder? Ja, das sage ich nicht. Okay, danke. Das wollte ich nur kurz geklärt haben. Ich habe nur gesagt, dass ich... Bei uns beim Schafkopfen, der muss sagen, ein billiger Stich, weil es niemand behauptet hat. Sie widersprechen etwas, niemand gesagt. Ich habe es im Buch auch gelesen. Und jetzt muss ich noch einmal sagen, ich muss was zum Finanzausgleich sagen. Selbstverständlich hat Bayern über 30 Jahre Geld aus dem Finanzausgleich bekommen. Bayern war dankbar dafür und hat es immer als Ansporn betrachtet, endlich von einem Nehmerland zu einem Geberland zu werden. Aber, Herr Ministerpräsident, Sie müssen doch sagen, dass eine Vereinbarung, die alle getroffen haben, völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Es sagt ja der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg, ein völlig verrücktes und absurdes System. Und das ist ja ein unverdächtiger CSU-Zeuge. Und wenn ich sage, 3,4 Milliarden hat Bayern in der Zeit, als es bekommen hat, bekommen 3,4 Milliarden Euro. Und bis zum Jahr 2011 hat Bayern einbezahlt 38,5 Milliarden Euro. In diesem Jahr zahlt Bayern 4 Milliarden Euro ein. Im nächsten Jahr, 2013, 4,2 Milliarden Euro. Und wie sich das weiterentwickelt, wissen wir nicht. Und mehr als die Hälfte kommt aus Bayern. Und es kann doch in diesem Staat ein System nicht im Gleichgewicht sein und nicht stimmen, wenn einmal hat Hamburg was bezahlt, was anerkannt wird, aber im Herr Großen Scharnagel. Und Ganzen drei Länder zahlen, 13 empfangen. Das stimmt doch ich was Ich verstehe, nicht. Dass das Ihre bayerische Ehre das von Ihnen erfordert. Können wir das Thema Länderfinanzausgleich mit einer Replik von Herrn Beck abhaken, weil unser Thema ist es eigentlich Es kommt darauf an, wie sie ausfällt. Okay. Ich werde Sie nicht noch mal provozieren, aber ich will nur sagen, wir haben insgesamt vier Länderfinanzausgleiche und hier wird ständig über einen von vieren geredet. Wenn Sie alle vier betrachten, sieht die Rechnung völlig anders aus. Aber ich käme noch mal gerne, Herr Scharnagel, auf Ihre These zu. Was sollen denn die Franken sagen in Bayern? Werden die sich da nicht zwangsläufig nach Ihrer These auch befreien müssen von der bayerischen Hegemonie? Und in welcher Liga spielt der FC Bayern? Entschuldigung. Wir Fans haben es übrigens hingekriegt. Wir haben uns befreit. Ja. Aber ja, Ihre These wird doch noch weitere Aufspaltungen bedeuten. Herr Beck, lassen Sie doch so schnell nicht raus. Er soll mal antworten. Er antwortet ja schon für mich. Er meint, er eben, ich habe ihn gerade gestoppt. So, jetzt die Frankenfrage. Ich kann nur sagen, diese Frage ist deshalb grotesk, weil Bayern in seiner Form ist in mehr als 200 Jahren ein zusammengewachsener Staat. Und es geht noch einmal, wer mein Buch liest, hat es auch gelesen, der weiß, dass ich, wenn ich sage, mehr Rechte, mehr Selbstständigkeit, mehr Freiheit für Bayern, erstens sage ich immer, selbstverständlich in eingebettet in einem deutschen und europäischen Rahmen und selbstverständlich hat Bayern immer seine deutsche und europäische Solidarität unter Beweis gestellt und wird das auch weiter tun. Aber es braucht mehr Luft zum Atmen. Es braucht mehr Dinge zu entscheiden, die in Bayern besser zu entscheiden sind als in Brüssel. Die bayerischen Bauern brauchen aus Brüssel nicht vorgeschrieben bekommen, wie sie Furchen am Hang zu ziehen haben. Das wissen die schon seit 1000 Dann Jahren. Dann wollen sie auch die 1,3 Milliarden Agrarsubventionen nicht mehr haben, die aus Brüssel kommen. Ja, da kann ich nur sagen, gut, wenn wir es allein schaffen, ist es auch gut, das aber warum sollen wir, vom aber das heißt also, man wird erpresst mit
mit Mitteln aus Deutschland. Ich kann nur sagen, wahrscheinlich von den angesprochenen 1,3 Milliarden, die nach Bayern kommen, kommen eh wieder 1,2 sowieso aus Bayern erst nach Brüssel. Das recherchieren wir dann nochmal. Frau Heinke, lassen wir die Diskussion mal als Beispiel. Wenn Sie mit Ihrem europäischen Gedanken und Ihrer Hoffnung und auch mit Ihrer Freude über diesen Friedensnobelpreis sich eine, diese Diskussion anhören, hinter der ja auch viele Menschen stehen, kommen Sie sich dann nicht ein bisschen entrückt vor? Gar nicht. Also ich, um jetzt mal von dem Beispiel Bayern vielleicht ein bisschen wegzukommen, ich habe selber in Edinburgh in Schottland studiert und die Menschen in Schottland haben eben genau diese Frage nach Autonomie immer wieder aufgeworfen, weil sie sich eben in Westminster in London nicht repräsentiert gefühlt haben in der Art und Weise, wie sie es gerne gehabt hätten. Und haben dann in diesem europäischen Einigungsprozess eigentlich eine Möglichkeit gefunden, über ein Europa der Region eben genau diese Eigenständigkeit vielleicht sogar zu bekommen. Und als ich in Edinburgh studiert habe, gab es eben schon ein schottisches Parlament. Und da glaube ich eben, dass genau diese Entwicklungen ganz wichtig sind und dass sie eben in Europa eingebunden werden.